Herzlich willkommen. Entschuldigung. Entschuldigung angenommen. Nochmal. Nehme ich zumindest an. Fangen wir nochmal an. Pipe Mania. Und Ton weg. Ton. Pipe Mania. Prost, Solowski. Prost, Bier, Pipe Cola. Mania. Also Cola mit Bier mit Cola. Darf man nicht zu viel trinken, sonst kollabiert man ja. Ja, da waren wir wieder. Ja, lebt und lebt. So, ich stelle das jetzt gerade mal ab. Wenn ich jetzt beide Finger gleich, oder gleich. Alle 10 Finger und beide Hände, sag ich jetzt mal, frei habe. Habt ihr eigentlich meinen Shirt schon gesehen? Ja, geil, God oder? God Save the Queen. Ja. Und dann ist plötzlich der Freddie Mercury Playback Engine am Start. Ja. Den Gag haben jetzt nur die Leute kapiert, die mit Premiere arbeiten. Hättest du das vorher gesagt, dann hätte ich heute mein original Sex Pistols T-Shirt angezogen mit God Save the Queen. Das wäre auch noch mal ganz witzig gewesen. Kann man anders mal nochmal machen. So, du hast ja auch, du bist ja großer Fan der Sex Pistols und Nevermind the Bollocks. Ist ja so ein englisches Sprichwort. Was heißt das denn? Das ist interessant. Na, ihr kennt ja vielleicht ein paar von euch, die Punk-Fans sind, kennen ja dieses. Also, soweit ich das mitbekommen habe, heißt es so viel wie: Macht ihr nichts aus dicken Eiern. Jetzt kommen die Bollocks hier, ne? Und du spielst ab, so ungefähr. So, jetzt kommen die Pixels. Genau. Finde ich eine. Ja. Also finde ich ganz geil vom recht anstößig vom Prinzip, auch das Albumsdesign ist natürlich auch einfach nur genial im Grunde. Es ist ja wirklich nur dieser Schriftzug, aber der hat sich ja so festgebrannt. Und auch da gibt es auch so einen Begriff für, aber das ist ja auch so eine Schrift wie irgendwelche Erpresser oder sonst wie Briefe und so weiter. Natürlich. Das hat auch so diesen Hintergrund. Das ist ja so gemeint. Ist genauso gemeint, was er dann später in der Punk... wird die Gesellschaft erpresst. Genau, in der Punk-Geschichte ist das ja jetzt heute gang und gäbe und sonst wie was. Aber... das war halt damals so tatsächlich auch dieser Hintergrund. Geil, das wird ja... Schocken halt auch. Natürlich schocken. Also die haben immer gewürfelt. Das ist ja auch so ein Würfelspiel. So ein Sollen wir anfangen? Fangen wir an. Also Pipe, jetzt ein kleiner Punk-Exkurs. Auch ein Excuse jetzt für den Exkurs. Dafür. Aber wir sind ja deswegen hier. Zwei Minuten und 80 Wortspiele. Pipe... Mania, was jetzt hier, wir waren etwas irritiert, weil bei mir im Launchbox ist es unter Pipe Dream. Ich kenne es absolut nur als Pipe Mania, aber das Titelbild, sage ich jetzt mal, das habe ich dann sehr stark daran erinnert. Pipe Dream, Pipe Mania, keine Ahnung. Wahrscheinlich so ein Ding, dass es in den USA so hieß, in Europa so, das gab es ja öfter mal bei Spielen, finde ich ein bisschen komisch, aber... Veröffentlicht wurde es ja am 1.9.1989. So als kurze Information. Ich erinnere mich noch an den Herbst 1989. Ich habe sehr viel Zeit bei meinem Opa verbracht und habe bei einem Kumpel haben immer Tennis gegen die Wand gespielt. Die hatten so eine Scheune und da haben wir das war wirklich Herbst 1989. Schön. Unglaublich. Ich bin ja Autist. Ich erinnere mich an so einen Scheiß. Ja, total bescheuert. So ja, klar. Ich wundere das nicht. Nee. Ich wundere es nicht. Haben wir es schon aufgemacht? Nein. Nee, gell? Mach doch mal auf. Was ist denn mit der Aufmachung? Bitte, guck dir das mal an, diese Grafik. Alt-Enter müssen wir drücken. Gnadenlos wird das hier losgelegt. So. Da ist es doch, Pipe Mania. Und, jawohl, Play Game. Ja, Wolfgang. So, jetzt siehst du, Aufgabe dieses Spiels ist es, das Öl oder was auch immer es ist. Langsam. Fangen wir mal an. Was war denn? Fangen wir jetzt mal an. Also, Play Game. Jetzt geht's los. Ach, das war auch nicht genau. Das war wahrscheinlich irgendein irgendwas. Guck mal, der Peter Linkcroft oder wie auch immer heißt. Der ist kein echter, weil der hat 10 und 100.000, das ist glatt gebügelt. Ich glaube, der stand damals auch schon da. Meinst du wirklich? Ohne Flachs. Das kann gut sein. Ohne Flachs. Das ist kein Scheiß. Nein, das macht auch den Eindruck. Das war genau das, was ich gerade meinte. Ja, das war jetzt kein Witz. Also das kann auch sein, dass ich mich da auch wieder ein bisschen falsch entsinne, aber. Jetzt geht's los. Also, Ziel des Spiels ist es. Weißt du was? Was ist los? Hier stimmt doch irgendwas. Wir müssen die Tasten noch neu belegen. Oh. Man muss ja doch mal ein bisschen was verraten jetzt gerade hier. Ich habe es ja eben schon mal versucht. So ja, natürlich, als Übung, weil es hätte das hier zu lange gedauert. Ungefähr so lange, wie es gerade dauert. Ja, aber jetzt wissen wir es ja. Die Konfiguration sind natürlich durch den Neustart alle verloren gegangen. Ja. Toll gemacht. Ja, die Safe haben ja auch nicht abgespeichert. Konfigurieren Keyboard vor. Genau, das ist es. Zack, Move Up. Ihr Armen, ihr müsst das jetzt mitkriegen. Runter, so links, rechts, Pipe, Place. So, ja. G, yes. So. Und jetzt abspeichern. So, aber zu spät. Ey, ich bin jetzt so. So. So, wie, also das Ding ist. So, hier geht schon voll ab hier. Du musst jetzt. Okay. Also, man muss jetzt. Genau, man sieht rechts oben, sieht man ja
ich hoffe mal, das ist jetzt auch auf die Bildschirm rechts zu sehen, diese Distanz. Ja. Die muss man erreichen. Distanz? Und jede Distanz, also jedes aber Feld ist einmal nicht, Distanz quasi. Aber nee, du hast ja schon ein paar gelegt und jetzt zählt er erst nach unten. Ja, wenn das ja, ich sagte, also man muss jetzt quasi, es waren 14 oder 14 Rohre verlegen. Ja, jetzt hast du eh noch. Ja, der war nicht okay, schlecht. Ja, ne? Ja, war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Der war gut. Man muss 14 Rohre verlegen, genau. Dann kommt das Wasser. Nee, das stimmt ja eigentlich nicht, weil der zählt anders. Der zählt irgendwie anders. Nein, das sind die 14 Rohre und egal, was ich jetzt weitermache, ich habe jetzt schon gewonnen. Aber du hast doch schon Distanz 5 gelegt und dann hat er irgendwann 14. Später erst. Guck mal, jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das sind viel mehr als 14. Zähl doch mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und da hört er dann auf. Da alles weitere, was ich jetzt gelegt habe, ist dann quasi Bonus. Verstehst aber du das? Wenn jetzt du hier anfängst, du sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nein, ich bin aus dem Bild raus, aber es sind mehr Teile. Ja, mehr Quadrate. Pass auf, also. Die Zahl stimmt. 1, 2, ja. So, weißt du? Drei, ja, und du hast immer vier, noch 14 oben. 5. Du hast immer noch 14. Der zählt ja erst dann, wenn das Wasser kommt. Ist das so? Ja. Ganz ruhig. Okay. Ganz gut. Das ist der Punkt. Der fängt doch erst dann zu zählen, wenn das Wasser kommt. Ich will es ja verstehen. Oh. Ich bin immer ungeduldig. Ja, ja. So, da kannst du jetzt hier so schön basteln. Pass mal auf. Stimmt, der zählt die Teile. Ja, klar, jetzt zählt er runter. Ist doch ganz einfach. Aber trotzdem waren das doch mehr als gelegt. Aber das ist ja auch okay, weil dann hört er auf. Dann hört er auf, ja. Ach, also deswegen waren es mehr. Ja, ich kann auch jetzt schon zählen, was ich brauche. Wie viel sieht man ja am Anfang? Jetzt habe ich es auch kapiert. Entschuldigung, meine Alte. Ich bin zu ungeduldig. Das war denklich. Das ist total bescheuert. Aber es sind auch mehr! Selten nämlich auch Brandsprache. Nee, das ist Loriot. Rainer Brandt? Echt nicht? Rainer Brandt? Noch nicht mal Loriot, sondern wie heißt der von Asmussen? Oder nee, wie heißt der jetzt? Gibt's Asmussen? Ja, ich meine ja, auf der Rennbahn. Ja? Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn hin? Ja? Also, entschuldigen Sie, seien Sie nicht böse, aber Sie sind selten dämlich. Geht das nicht? Nee, aber hört sich nach. Nehmen Sie das eventuell zurück? An. Wer? Sie? Ich? Ja, nee. Dann ist die Sache für mich erledigt. Der Loriot hat halt die Zeichnung dazu gemacht. Ach so. Ja, das gezeichnet. Ah. So, aber das ist der Fiat. Das kommt mir so bekannt vor, als ob du das schon mal in einem anderen Let's Play erzählt hast. Kann gut sein. Ja, wirklich, das ist ja. So weit ist schon gekommen. Das können nur unsere Zuschauer sagen. Ja. Aber wie heißt der Fritz wie heißt der? Asmussen. Fips Asmussen. Fips Asmussen. Was für ein Flip? Hast du so gesagt? Fips Almosen. Hans Almoser. Flips Almosen. Flips ins Almosen. Almosen ist auch nicht schlecht. Jetzt muss man hier so. Du kannst auch manchmal welche ne, an einer anderen Stelle legen. Klar, also, ich kann auch mal hier hingehen. Ja, ja, eben. Genau. Das ist interessant. Bisschen dummer jetzt. Aber jetzt bloß. Oh, oh. Jetzt wird's knapp. Bloß nicht nachlassen. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Scheiße. Ach, oh, hast du das gesehen? Das geht ja, ja. Auch. Gott. Gottes Wilfried. Das hast du es aber. Hier, guck dir das an. Das war jetzt aber echt mal. Das kommt von dem Fips von Almosen. Ja, ich von Almosen. Ja. Fips ins Almosen. Der ist doch neulich gestorben vor ein paar Monaten. Ja, wir haben jetzt Dreh. Datum ist der 4. Juni 2021. Jetzt ist erst? Doch, ich glaube ja. Da war doch alles in Erinnerung. Ja, ja, klar. Fips Almosen. Ja, ja. Also Loriosa für mich, das habe ich schon mal an einer Stelle erwähnt, der. Größte Komiker. Nicht mehr. Also für mich nicht, aber Loriot war nie so mein Humor. Ich bin mehr der nackte Kanone-Typ. Oder Weird Al Yankovic. Aber wir haben es tatsächlich super. Brand finde ich super. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Rainer Brandt. Kommt mir alles sehr bekannt vor, was wir jetzt gerade reden. Das haben wir wahrscheinlich schon mal gehabt. Auch, ja. Genau dasselbe Thema, aber macht ja nichts. Ja, wir müssen nicht meinen, während die Pipelines hier. Ne, wir lohnen uns schon. Ja, ja. Nein. Warte. Werden die beiden Bands sich da zusammen. Jetzt müssen wir noch über den Stotterer von einem Fisch namens. Manchmal sprechen wir ja mal alles. Das K ist es genau. Das K. Das K. Der Stotterer bei einem Fisch namens Wanda ist so fantastisch. Also, Kessler Haus Hotel. Dann kann das. Und das Interessante ist, es ist das gleiche Prinzip, weil wenn ich stottere, ja, ja, sagst genau. Du, was? Und dann beim zweiten Mal ist es dann immer. Hier, Bonuslevel. Flüssig. Oh! Also, Bonus! Also kein. Minus. Walnusslevel, sondern. Guck mal. Ja, ja. Das bist aber schlecht, oder? Nein, willst du anders machen? Das muss ich da oben anlegen. Zack, oh, das ist scheiße. Oh, wie sind das? Oh. Guck dir das an. Da fließen. Ah. Ich will das mal aufbauen. Ach, scheiße. Tetris ist ja voll. Voll. Tetris-mäßig. Aber schwieriger als Tetris. Das ist schon, wie sagt man denn?
Ach, den nehme ich noch. Da, dahin, dahin. Ja, ich weiß doch. Ah! Ach, ist vorbei. Ist, aber egal, ist gut. Vorbei, immerhin, gell? Ist gar nicht so einfach. Aber hast du ein paar, hast du? Das ist schon hier. Passwort ist haha. Das weiß ich auch noch von damals. Ehrlich? Absolut, ja, absolut. Jetzt kommen die, genau, die Fische. Selbe Prinzip, es wird aber immer ein bisschen schneller und man muss auch ein paar mehr von diesen. Ja, ja, jetzt hast du auch den Rohren verlegen. Ja, ja. Ist halt, nein. Wir werden da immer drüber lachen, über so, oder? Die erste Klasse. Das ist ja erste Klasse, genau. Das Hülpsen, Furzen, das sind immer Sachen, die bleiben auch aber immer lustig. Für uns. Gleich andere haben den Humor gar nicht. Aber wir haben ihn. Wir sind Dorfkinder, was soll man machen? Furzen ist ein ordentlicher Furz ist immer lustig. Oh, komm schon. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh nein! Nein, was mach ich denn? Die Tastatur ist. Echt das mal. Er hat nicht reagiert. Alles pass auf. Warte. Du musst fest. Boah, da muss man echt. Scheiße. Wow. Jetzt Junge! Junge! Ich rechne nicht hier. Ich weiß, weil ich habe die von Fabian. Bei ihm, sein Computer hat die überhaupt nicht geklappt. Scheiße. Und bei mir hat sie halbwegs geklappt. Daher habe ich dann äußerst fatal. Ne, meine, weil meine hat bei ihm super funktioniert. Da habe ich dann den Kompromiss eingekommen. Man ist ja kein Unmensch. Ja, wär's mal gewesen. Könnte ich es besser spielen. Wäre ich mal ein Unmensch gewesen. Wär's mal Unmensch gewesen. Dann würde es dir besser funktionieren. Kannst du nicht echt mal ein Unmensch sein nächstes Mal? Ja, aber echt. Ich bin mal ein Unmensch. Ach hier, das war auch witzig hier oben, dieses Teil. Guck mal, siehst du das? Da oberhalb. Hier. Ja. Guck, ob ich das irgendwie hinkriege. Hier. Dann läuft. Pass auf, das weiß ich auch noch. Ja, weiß er noch? Erzähl. Ja, das läuft gleich voll. Da habe ich mehr Zeit. Das war cool, so ein Becken. Ja, yeah. Was sich dann erstmal auffüllt. Kannst ein bisschen Zeit gewinnen. Stimmt. Macht er gut. Guck, wie gut das jetzt gerade hier läuft. Läuft mega. Ist doch fantastisch, Daniel. Läuft total. Der Mann ist in Form hier. Ja, wenn nicht mal aufzuhalten. Ich bin auch in Form, aber in Form alle hüt. Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber die Tastatur eben. Ich weiß. Das hat funktioniert. Ich weiß. Ich weiß nicht, ob der ein und derselbe Knopf ist. Knopf vor allem. Aber jetzt gerade geht's doch. Gibt's da? Ja, jetzt geht's doch. Dann müssen wir wieder platt reden bei unseren Dorfslang. Aber das wollen wir euch nicht antun. Haben wir schon in einem anderen Video mal. Oh, draußen. Blitz. Oh, das hat geblitzt. Aber da hat aber sowas von geblitzt. Ah, schade. So einer zu schnell gefahren. Boah, das war eine gute Runde jetzt hier. Das war eine gute Runde. Das so gut. Aber eine schlechte Eckige. Aber eine gute Runde ist Blitz und Donner draußen. Aber. Oh nein, ist das. Also. Panik. Spiel sind langsam gewesen. Das hört man vielleicht auch auf der Aufnahme. Das ist hier. Nee, die Aufnahme. Nee, das merkt man nicht. Das merkt man. Wenn wir reinmischen. Genau. Die sitzen hier so. Voll übertrieben. Ja. Regenmantel an, ne, so. Und Pipe Mania, ihr hattet zu Hause einen PC. Kannst du dich noch an die Spezifikation erinnern, eures PCs? War es ein 386er sowas, ach, ne? Zeit, das weiß ich nicht. Weiß nicht mehr. Ich kann es ehrlich sagen. Ja. Müssen wir mal den Jörg fragen, deinen Bruder, gell? Obwohl, man hat sich vielleicht auch damals gar nicht so für die Spezifikation interessiert, gell? Weil, das Ding Standard. Neue Games. Ja, das lief halt irgendwie und ja. Naja. Und ich habe das meine ich auch noch auf der. Ja, ist ja auch DOS-Ebene, was rede ich denn jetzt? Ebene, ist doch eine Ebene. Alle, aber sagen viele mit der Ebene immer. Ich kann es nur nicht. Was ist denn sonst? DOS-Ebene, was ist das? DOS-Betriebssystem. DOS-Betriebssystem. Windows-Betriebssystem, DOS-Betriebssystem. Das ist doch halt Betriebssystem. Ist doch schön, du hast gelernt. Ja. Ebene. Bin ich also auf so einer Ebene unterwegs. Eben drum. Eben, ja. Ja, du hast schon dein Soll hast du erfüllt und alles. Weiter geht's. Was drüber hinausgeht, ist. So, zack. Sind extra Punkte. Zack. Ne? Ja. Genau. Guck mal, jetzt wird bewusst. Dann läuft's auf einmal. Wenn man es nicht mehr braucht. Ja, genau. So, die sind auch weg. Wenn man ein Mädel hat, dann kommen sie alle an. Wenn du irgendwie alleine bist, dann hast du es schwer. Weißt du? Wenn du solo bist, hast du es schwer. So die alten Naturgesetze. So, guck mal hier, immer weiter. Wo ist eigentlich dieses Becken? Ach, da hinten. Komm ich nicht mal ran. Und was ist mit dem Fisch? Das ist ein Hindernis. Das ist ein Hindernis. Also da wäre Ende quasi. Ja, da ist man vorbei. Okay. Da muss nicht weiter. Es ist ja wie so eine Sperre. Quasi. Naja. So eine Art Straßensperre. Talsperre. Ja, Rohrsperre. Rohrsperre. Jetzt bist du ja am Fisch dran. Na ja. Was glaubst du, wie der heißt, der Fisch? Heißt Wander. Wander? Wander.
Wanda. Da ist immer denn, ja. Unser Slang ist ganz komisch. Ganz komisch. Was war komisch? Ich finde das echt geil. Aber ich meine, gut, für komisch für Außenstehende, sowas gemeint. Bei uns ist das ganz normal. Ist ja meine erste Sprache. Also Deutsch ist im Grunde meine zweite Sprache. So, siehst du, ich kann mich doch nicht mal eintragen. In erster Linie Fränkisch Platt ist meine Heimatsprache, meine Muttersprache sozusagen. Ja, das war Pipe Mania. So, der Herr ist offenbar Profis im Hure verliegen. Ja, alle Mädels, die zuschauen, Entschuldigung, aber das ist. Genau. Jungs, ich gebe auch Autogramme. Oh, jetzt kann ich. Da war gerade der Donner, der hat auch nochmal gesagt: mach mal Schluss. Ja, echt, ich glaub, bevor ihr noch einsteigt, geht gleich alles vorbei. Nützig. Bevor hier auch noch gleich Game Over ist. Ja, ich stell mal vor, also Stromausfall, das ist genau. Alles weg. Oh, C-Fix. Ja, mir hat echt viel Spaß gemacht mal wieder. Schön war's. Vielen, vielen Jahren. Und danke, dass ihr dabei wart. Vielleicht habt ihr früher auch einen PC gehabt oder seid Emulationsfans und seid inspiriert und macht euch jetzt das Spiel auch mal an. Und guck mal, ne, weil wie es geht. Du hast das toll gespielt, muss ich sagen. Dankeschön. Muss schon mal einen Look ausbringen. Ja, hat stets bemüht. Spaß gemacht hier. Aber vier oder sowas. Stets bemüht. Er war stets bemüht. Er war ein faules Arsch. Ja, genau. Er war, das ist, er war ein fauler Kopf. Er pflegte mit seinen Kollegen stets einen, er pflegte stets einen kollegialen Umgang oder so. Das heißt, er hat ein Alkoholproblem. Ja. Diese Codes. Kollegialen Umgang. Ist wie sowas. Oder nee, er war stets gesellig. Das ist gesellig. Und kollegialer Umgang ist auch nochmal irgendwie so echt ein bisschen mies. Dass er sich, Oder gegenüber den Kollegen, dann ist dann der Chef aber irgendwie ausgeschlossen. Das heißt, er hat aber irgendwie ein Problem mit dem Chef gehabt oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber das ist, Gott, das ist gesellig. Da brauchen wir ja so ein Buch, wie so ein Codebuch. Okay, hier haben wir das Zeugnis, hier ist das Codebuch. Ja, ja. Was bedeutet das? Das ist erst immer ganz toll, aber wenn man weiß, was dahinter steckt. Oh. Immer super. Ja. Deswegen stets bemüht. Großartig. Also. Tschüss. Jetzt muss ich in der letzten Sekunde abschalten.